auf jeden Fall eine super Veranstaltung. Ja. Es war informativ, da kann ich auf jeden Fall was mitnehmen. Ich denke, es ist immer gut und wichtig, dass sich Leute treffen und aktuelle Themen diskutieren. Ich fand es vor allen Dingen toll, dass sich die ERCOM des Themas angenommen hat. Denn wir haben auch an der Resonanz gemerkt, obwohl die Bayern gespielt haben, es war gut gefüllt, der Saal. Ich liebe solche Veranstaltungen, weil man da in den direkten Dialog mit den Bürgern treten kann. War sehr überrascht darüber, dass die Leute so ein großes Interesse an dem Thema gezeigt haben. Für mich ist das natürlich super. Leute kennenlernen und irgendwie ins Gespräch kommen ist eh immer wichtig. Und so ein bisschen unsere Konklusion in der Diskussion war ja auch heute, nicht aufhören miteinander zu reden. Und wo macht man das am besten als bei so einer Reihe? Ich fand gut, dass es so unterschiedliche Charaktere waren, die da vorne gesessen sind. Es war ganz spannend und dynamisch. Aber man nimmt immer Informationen mit. Also was weiß ich, Digital 3000 kannte ich nicht. Spannend, also Politik und die Medienseite zu hören und die konträren Meinungen. Es geht darum, wie Digitalisierung auf die Gesellschaft wirkt, welche Auswirkungen die Digitalisierung hat. Wir liefern das technische Medium dazu. Und mir ist wichtig, dass darüber diskutiert wird, dass man bewusst mit der Digitalisierung umgeht.